have some news from within our Fox family. Wir haben Neuigkeiten aus unserer Fox-Familie. Fox News Media und Tucker Carlson haben sich darauf verständigt, sich zu trennen. Tuckers letzte Sendung war vergangenen Freitag. Ab heute Abend wird Fox News Tonight live um 20 Uhr gesendet. Es wird eine Übergangssendung mit wechselnden Fox News-Persönlichkeiten sein, bis ein neuer Moderator ernannt wird. Wir möchten Tucker Carlson für seine Dienste für den Sender und als Moderator und davor als langjähriger Redakteur danken. Warum die Entlassung? Vielleicht deswegen? Guten Abend und willkommen zu Tucker Carlson Tonight. Wenn du uns noch vor 4 Tagen gesagt hättest, dass die Regierung Biden geheime Biolabore ausgerechnet in der Ukraine finanziert, wir hätten dir nicht geglaubt. Ja, ich glaube nicht, dass wir das im Fernsehen zeigen werden. Nein, danke. Wenn du uns dann gesagt hättest, dass die Regierung nicht nur die geheimen Biolabore in der Ukraine finanziert hat, sondern dass sie es auch versäumt hat, den tödlichen Inhalt dieser Labore vor der russischen Invasion zu sichern, von der sie wusste, dass sie kommen würde und zu der sie beigetragen hat. Wenn du uns das vor 4 Tagen erzählt hättest, hätten wir dich als Spinner abgetan. Es war einfach zu absurd. Wir werden nichts mit dieser Geschichte zu tun haben wollen. Sie kann auf keinen Fall wahr sein. Zu weit hergeholt. In dem Fall wusstest du schon ganz genau, dass die Geschichte falsch ist. Woher wissen wir das? Weil wir USA Today lesen, Amerikas Zeitung. Die veröffentlichte nur wenige Stunden nach dem russischen Einmarsch eine Gegendarstellung zu all dem verrückten Gejammer über geheime ukrainische Biolabore. Die Schlagzeile Faktencheck. Biolabore in der Ukraine sind Teil einer russischen Desinformationskampagne. Wenn du dir die Geschichte genau ansiehst, und wir taten das aus Interesse, wirst du feststellen, dass dieser Faktencheck von ungenannten ukrainischen Regierungsvertretern stammte und dann von Bidens Außenministerium-Mitarbeitern. Das waren nicht gerade objektive Quellen zu diesem Thema, trotzdem schien die Geschichte endgültig zu sein. Sie lautete mit Nachdruck: Russland hat sich mit China zusammengetan, um die falsche Behauptung von unseren Laboren in der Ukraine weiter zu verstärken. Okay, USA Today sagt, es ist russische Desinformation. Vielleicht ist das so, weiter zur nächsten Geschichte. Aber die Faktenchecks hörten nicht auf, wie seltsam. Wir sahen denselben Faktencheck wieder und wieder. Es war fast so, als ob einige Leute sich trotz endloser offizieller Aufklärung weigerten, der Biden-Regierung zu glauben. Sie zogen stattdessen russische Propaganda vor. Wir nehmen an, dass sie QAnon-Mitglieder sein müssen. Wir nehmen das an, weil das Magazine Foreign Policy uns das gesagt hat. Foreign Policy hatte gesagt, QAnon, was auch immer das ist, verbreitete verzweifelt falsche Behauptungen über unsere Biokriegslabore in der Ukraine. Diese Labore existieren offensichtlich nicht. Es war alles nur eine weitere Lüge von den Russen. Die lügen für ihren Lebensunterhalt. Das sind Verschwörungstheorien, sagte die EU uns. Es sind Lügen, verbreitet von Putin. Und sogar ein Sprecher erinnerte uns daran, dass die Glaubwürdigkeit der vom Kreml gelieferten Informationen im Allgemeinen sehr zweifelhaft und gering ist, was gut zu wissen ist. Zitat, die russische Desinformation ist bekannt dafür, manipulative Geschichten über biologische Waffen und angebliche Geheimlabore zu verbreiten. Ja, wir werden keinen Beitrag über geheime Labore in der Ukraine machen. Was wir nicht machen, ist der Handel mit russischen Desinformationen, die von QAnon kommen. Also haben wir die Geschichte gelassen. Warum die Entlassung? Vielleicht deswegen? Das sind die Bilder, die du vom 6. Januar kennst. Du kennst sie, weil sie seit einem Jahr in allen amerikanischen Medien in einer Schleife laufen. Dafür gibt's einen Grund. Es stellte sich heraus, es gibt noch viele Videos, die du noch nicht gesehen hast. Dieses Video erzählt eine ganz andere Geschichte über das, was am 6. Januar passiert ist. Mehr als 40.000 Stunden Überwachungsmaterial aus dem Kapitol und der Umgebung wurden der Öffentlichkeit vorenthalten. Wenn du das Video siehst, verstehst du auch warum. Die Videos stützen nicht die Behauptung, der 6. Januar wäre ein Aufstand gewesen. Tatsächlich widerlegen sie die Behauptung. Und genau deshalb haben die Demokratische Partei und ihre Verbündeten in den Medien dich daran gehindert, es zu sehen. Durch die Kontrolle der Bilder, die du vom 6. Januar sehen durftest, kontrollierten sie, wie die Öffentlichkeit diese Schuld verstand. Sie konnten darüber lügen, was passierte, und du würdest den Unterschied nicht merken. Diese Lügen hatten einen Zweck. Sie schufen einen Vorwand für ein staatliches Vorgehen gegen die Gegner der Einheitspartei in Washington. Das Erste, was dir auffällt, wenn du die vollständige Videoaufzeichnung vom 6. Januar ansiehst, ist, wie viele Menschen an diesem Tag das Kapitolgebäude betraten. Hunderte und nochmal Hunderte von Menschen, vielleicht Tausende im Laufe von etwa 2 Stunden. Die Menge war riesig.
Ein kleiner Prozentsatz von ihnen waren Hooligans, die Vandalismus begingen. Wir sahen ihre Bilder nochmal und nochmal. Aber die überwältigende Mehrheit war es nicht. Sie waren friedlich, sie waren ordnungsliebend und sanft. Sie waren keine Aufständischen, sondern Schaulustige, die von innen gefilmt haben. Das Kapitol dreht die Geschichte um, die du über den 6. Januar gehört hast. Die Demonstranten stellten sich in ordentlichen Schlangen auf. Sie gaben sich gegenseitig Führungen vor dem Speaker's Office. Sie machen fröhliche Selfies und lächeln. Sie zerstören das Kapitol nicht, sie verehren das Kapitol offensichtlich. Sie sind da, weil sie glauben, dass ihnen die Wahl gestohlen wurde. Sie glauben an das System. Das ist der Mann, den du als QAnon-Schamanen vor der Senatskammer kennst. Das sind keine Randalierer, sondern Leute, die von einer politischen Kundgebung herübergekommen sind. Nach der Kundgebung gingen sie die Pennsylvania Avenue hinunter, wo Organisatoren eine Bundesgenehmigung für eine legale Kundgebung auf dem Kapitolgelände erhalten hatten. Vor dem Kapitolgebäude wird es dann chaotisch. Kapitolpolizeibeamten feuerten Tränengas in die Menge. Einige vorne aus der Gruppe warfen Fenster ein. Jemand öffnete die Türen und hunderte von Menschen gingen einfach hinein. Natürlich haben sie die Geschichte gemacht. Die berühmteste Person, die an diesem Tag verhaftet wurde, war ein Navy-Veteran aus Arizona namens Jacob Chansley, oft bezeichnet als QAnon-Schamane. Jacob Chansley wurde zum Gesicht des 6. Januars. Ein gefährlicher Verschwörungstheoretiker in ausgefallenen Kostümen, der den gewaltsamen Aufstand zum Sturz der amerikanischen Demokratie anführte. Für dieses Verbrechen wurde Chansley zu fast 4 Jahren Gefängnis verurteilt, weit mehr als viele Gewaltverbrecher heutzutage erhalten. Was hat Jacob Chansley getan, um diese Strafe zu bekommen? Bis heute ist es umstritten, wie Chansley in das Kapitolgebäude kam. Aber nach unserer Überprüfung der internen Überwachungsvideos ist klar, was passierte, sobald er drinnen war. Nahezu jeder Moment, den er im Kapitol verbrachte, wurde auf dem Video festgehalten. Die Aufnahmen zeigen, dass die Kapitolpolizei Jacob Chansley niemals stoppte. Sie halfen ihm und fungierten als seine Tourguides. Hier ist ein Video von Chansley im Senatssaal. Kapitolpolizeibeamte bringen ihn zu mehreren Eingängen und versuchen sogar, verschlossene Türen für ihn zu öffnen. Wir haben mindestens 9 Beamte gezählt, die in Reichweite des unbewaffneten Jacob Chansley waren, und nicht einer von ihnen hat auch nur versucht, ihn aufzuhalten. Chansley verstand, dass die Kapitolpolizisten seine Verbündeten waren. Das Video zeigt, wie er sich in einem Gebet auf dem Boden der Senatswache bei ihnen bedankt. Sie. Stelle die Realität dessen, was Jacob Chansley am 6. Januar im Kapitolgebäude getan hat, den unbestreitbaren Fakten, die auf Video aufgezeichnet wurden und von denen einige noch nie zu sehen waren, der Darstellung von Jacob Chansley gegenüber, die du seit mehr als 2 Jahren in den Medien gesehen hast. Er sei ein Terrorist, sagten sie, der getötet werden müsste. Er schießt ihn. Da fragt man sich, wer hier die gewalttätigen Extremisten sind, nicht Jacob Chansley. Und das Video beweist das. Aber das hättest du nie aus den Medien erfahren. Chansley ist in einer Gefängniszelle. Er ist da schon seit Monaten. Wenn er tatsächlich so ein schweres Verbrechen begangen hat, warum haben die Beamten, die direkt neben ihm standen, ihn nicht verhaftet? Bis jetzt kann keiner beweisen, dass das überhaupt passiert ist, aber es passierte. Warum wurde Tucker Carlson gefeuert? Ausschnitt aus einem Chat. Kikivar schrieb, Murdoch kann Trump nicht ausstehen. Er wurde entlassen, weil die Versicherer von Fox gerade über $300.000 an Anwaltskosten für die Verteidigung gegen eine Verleumdungsklage gezahlt haben und dann auch noch den Großteil eines $800-Millionen-Vergleichs zahlen müssen und noch eine zweite Verleumdungsklage am Hals haben. Die Versicherer haben gedroht, Fox fallen zu lassen, wenn sie Carlson nicht entlassen. Und das kann sich Fox nicht leisten, weil ihre Prämien beim nächsten Versicherer 3-mal so hoch wären wie jetzt. Flapping My Arms antwortete, interessante Behauptung, und ich markiere sie als plausibel. Hast du einen Beweis dafür, dass die Versicherer darauf bestanden haben, dass Carlson entlassen wird? Bitte, bitte mit Popcornkugeln. Kikivar antwortet, nein, leider habe ich keine unwiderlegbaren Beweise, da ich nicht Teil des Prozessteams war.
Und wenn ich es gewesen wäre, wäre ich an die Schweigepflicht gebunden. Aber die Verteidigung von Unternehmen macht 95% meiner Arbeit aus. Ich hatte schon sehr ähnliche Fälle, in denen bestimmte hochrangige Personen innerhalb des Unternehmens schlimme Dinge getan haben, die zu kostspieligen Rechtsstreitigkeiten geführt haben. Man denke nur an die unangemessenen sexuellen Beziehungen zwischen Firmenchefs und so weiter. Wenn jemand, der in einem Unternehmen arbeitet, direkt für einen großen Versicherungsschaden verantwortlich gemacht wird, kann der Versicherer sich weigern, diese Person am Ende der Vertragslaufzeit weiter zu versichern oder sogar die Haftpflichtversicherung für das Unternehmen kündigen, wenn es sich nicht von dem risikoreichen Mitarbeiter trennt. Das wäre nicht Teil der Vergleichsvereinbarung mit Dominion. Dabei handelt es sich um eine Zusatzvereinbarung oder eine Regelung der Deckungsbedingungen, die zwischen dem Versicherer und dem Versicherten nach einem Großschaden getroffen wird. Außerdem müssen die Leute wissen, dass sie sich selbst dann, wenn der Versicherer Fox heute als Kunden fallen lässt, für jede Haftung haften, die im Laufe der Versicherung entstanden ist. Angenommen, 10 andere Unternehmen beschließen, Fox nach diesem erfolgreichen Vergleich zu verklagen. Der Versicherer, bei dem Fox zum Zeitpunkt dieser Verstöße versichert war, haftet immer noch für die Haftung und ist verpflichtet, Fox Rechtsschutz zu gewähren, unabhängig davon, ob Fox noch sein Kunde ist. Die Versicherer sehen, dass die Zeichen der Zeit auf Sturm stehen. Sie können ihre Haftungsverantwortung für die Vergangenheit nicht rückgängig machen. Aber sie können sicher eine Bedingung für weitere Deckung stellen, damit Fox einen Mitarbeiter los wird, der sie Hunderte von Millionen an Verlusten gekostet hat. Augen auf Medienanalyse. Privates Engagement. Total unabhängig, komplett unkommerziell, rein aus Leidenschaft. Wenn du uns belohnen willst, abonnier den Kanal, schau die Videos an, schreib hier und da einen Kommentar und wenn dir ein Video gefällt, dann like es.